Bambi, SpongeBob und Biene Maya. Diese Trickfilmfiguren sind nicht nur Kindern ein Begriff. Aber wie erwachen Rehkitz, Schwamm und Biene zum Leben? Und welche Arten von Trickfilmen gibt es? Und die wichtigste aller Fragen, wie überhaupt entsteht solch ein Film? Das Kinderfilmhaus in Ludwigsburg verrät es. Wir schauen heute alle Arten von Trickfilmen an. Also die Filme, die wir heute anschauen, sind immer kurze Filme, die haben Studenten der Filmakademie gemacht. Also es sind Schüler auch noch. Ja, die müssen auch noch viel lernen. Sind denn nur Kinder hier im Kinderfilmhaus willkommen? Nein, überhaupt nicht. Also wir haben sehr, sehr viele Erwachsene natürlich, die die Kindergruppen begleiten und haben aber auch ganze Gruppen, die sind nur Erwachsene und die haben sehr, sehr viel Spaß auch, weil man gerade auch so bei diesen kleinen Zeichentrickfilmen, da gibt es immer so eine kleine, so eine Bedeutung, die immer dann noch so mitschwingt und das können oftmals auch die Erwachsenen nur erkennen und die haben sehr, sehr viel Spaß danach. Wie lange machen denn Menschen schon Filme? Wie alt sind denn? Wer ist denn der älteste Film? Wie lang? Seit die Bilder schwarz-weiß sind. Seit die Bilder schwarz-weiß sind? Okay, ja. Es hat zuerst schwarz-weiß angefangen, stimmt. Zuerst gab es noch keine Farbe. Es gab auch noch keinen Ton. Also jetzt schon über 100 Jahre. 130 Jahre haben wir ungefähr. Also 1870 hat man so den ersten Film gemacht. Und das war so einer der ersten Versuche. Und auf den Spiegel schauen. Was passiert da? Wir haben jetzt gerade das Praxinoskop gesehen und was erleben denn die Besucher, die Kleinen wie auch die Großen, noch während so einer Trickfilmführung? Naja, es werden ja alle Arten von Trickfilmen gezeigt. Also wir haben jetzt angefangen erstmal mit dem Zeichentrickfilm, gehen dann zum Puppentrickfilm über. Also es erwarten uns ganz viele Puppen oben, auch wie das gemacht ist. Danach gehen wir weiter zur Computeranimation und letzten Endes dürfen sie dann selber auch einen kleinen Stop-Motion-Film, also einen kleinen Trickfilm herstellen. In Führungen durchläuft man mehrere Stationen und die Besucher dürfen auch selbst mal ausprobieren. Hier ist Kreativität gefragt. Das ist der Arbeitsbereich oder sagen wir mal der traditionelle Arbeitsbereich von einem Zeichentrickfilmer. Früher sah das so aus, da hat man wirklich so Glasplatten gehabt, da kam Licht dann durch. Also die haben angefangen, Walt Disney, die haben wirklich noch so gearbeitet, nur da waren die ein bisschen schräger, damit die einfacher arbeiten konnten. Hier ist ein sogenanntes Drehbuch. Da sieht man, wie ein Film in den Anfangsschritten entsteht. Und das fertige Ergebnis, das gibt's dann im Fernsehen. Die Trickfilmführung erklärt, wie die beliebten Zeichen-, Puppen- und Computertrickfilme hergestellt werden. Aber das besondere Highlight bei der Führung ist, dass die Führungsteilnehmer ihren eigenen Clip herstellen dürfen. Ich habe heute gelernt, beim Trickfilm, da wird wirklich nur getrickst. Es ist aber eine ganz tolle Möglichkeit, Fantastisches auf die Leinwand zu zaubern und so für jedermann sichtbar zu machen.